Je nachdem, welche Art von Entwicklungstrauma du erlitten hast, kannst du bis zu 20 Jahre früher sterben. War das dir bekannt, dass unser Nervensystem und unser Körper so sehr mitgenommen wird? Höchstwahrscheinlich leidest du ja bereits heute unter diversesten chronifizierten oder komorbide, auch körperlichen Erkrankungen. Die Folge von eben diesen unglaublichen Erlebnissen aus der Kindheit und Jugend dir bewirkt hatten. Heute geht es in diesem Video um eine umfassende Studienlage und deren Ergebnisse, sogenannte ACE-Studie, und darum, welche Traumafolgestörungen sehr häufig bei Entwicklungstrauma zu erwarten sind, beziehungsweise dass diese auch im Körper sich irgendwann zeigen und was du womöglich auch tun kannst, damit du diese Auswirkungen und diese Folgen heute lindern kannst. Ich bin Gabriela, ich begleite Menschen durch körperorientierte Traumatherapie und Körperpsychotherapie und ich freue mich jetzt auf dich. Die sogenannte ACE-Studie, kurz für Adverse Childhood Experiences, also schädliche Kindheitserfahrungen, wurde in den 1990er Jahren ins Leben gerufen und hat seither wertvolle Einsichten in die Langzeitfolgen von traumatischen Erlebnissen in der Kindheit geliefert. In dieser Studie wurden, stell dir vor, über 17.000 Erwachsene der US-amerikanischen Bevölkerung bezüglich Traumatisierungen in der Kindheit, also bis zum 18. Lebensjahr, und deren Folgewirkungen untersucht. Die Studie zeigt einen deutlichen Zusammenhang, leider, zwischen Kindheitstrauma und der späteren Gesundheit der Betroffenen im Erwachsenenalter auf. Und die Erkenntnisse sind erschütternd. Das Leiden in der Kindheit hinterlässt nicht nur tiefe Spuren, die bis ins Erwachsenenalter reichen, sondern es geschieht viel mehr. Wie verlief denn eigentlich diese Studie? Die Studie identifizierte 10 Hauptkategorien traumatischer Erfahrungen, die viele von uns leider nur allzu gut kennen. Zu jeder Hauptkategorie gab es eine Frage. Alle 10 Fragen mussten von den Studienteilnehmern beantwortet werden und pro positiv beantwortete Frage, also pro Kindheitstrauma, erhält der Betroffene einen Punkt. Der Gesamtwert aller 10 Fragen ergibt den sogenannten ACE-Score. Dieser Wert gibt also die persönliche Vorbelastung bezüglich Kindheitstraumata an. Und nun die 10 Fragen zu körperlicher Misshandlung. Hat dich ein Elternteil oder ein anderer Erwachsener im Haushalt oft oder sehr oft gepackt, geschlagen oder etwas nach dir geworfen oder so hart zugeschlagen, dass du Spuren davon getragen hast oder verletzt wurdest? Zweite Frage zu sexuellem Missbrauch. Hat ein Erwachsener oder eine Person, die mindestens 5 Jahre älter war als du, dich angefasst oder begrapscht oder dich dazu gebracht, den Körper in sexueller Weise anzufassen, oder hat oraler, analer oder vaginaler Sexualverkehr stattgefunden, beziehungsweise wurde dieses versucht? Die Frage zum emotionalen Missbrauch. Hat dich ein Elternteil oder ein anderer Erwachsener im Haushalt oft oder sehr oft beschimpft, beschuldigt, niedergemacht oder gedemütigt oder so gehandelt, dass du Angst hattest, körperlich verletzt zu werden? Die vierte Frage zu körperlicher Vernachlässigung. Hast du dich oft oder sehr oft so gefühlt, als hättest du nicht genügend zu essen, als müsstest du schmutzige Kleidung tragen oder hattest niemanden, der dich beschützt, oder deine Eltern waren zu betrunken oder zu high, um sich um dich zu kümmern oder um dich zu einem Arzt zu bringen, wenn es erforderlich war? Die fünfte Frage zur emotionalen Vernachlässigung. Hast du dich oft oder sehr oft so gefühlt, als ob dich niemand in deiner Familie liebt oder denkt,
du wärst wichtig oder besonders oder deine Familienmitglieder haben sich nicht umeinander gekümmert, hatten keine Nähe zueinander oder haben sich nicht gegenseitig unterstützt? Die sechste Frage zu häuslicher Gewalt gegenüber der Mutter. Wurde deine Mutter oder Stiefmutter oft oder sehr oft geschubst, gepackt, geschlagen oder wurde sie mit etwas beworfen oder getreten, gebissen, mit der Faust oder mit einem harten Gegenstand geschlagen oder mehrfach für einige Minuten geschlagen oder mit einem Messer oder einer Schusswaffe bedroht? Die siebte Frage zu Suchtmittelmissbrauch im Haushalt. Hast du bei jemandem gewohnt, der Alkoholprobleme hatte oder andere Drogen missbraucht hat? Die achte Frage zu psychischen Erkrankungen im Haushalt. War ein Familienmitglied depressiv oder psychisch krank? Oder hat ein Familienmitglied einen Selbstmordversuch unternommen? Die neunte Frage zu Trennung, Scheidung der Eltern. Waren deine Eltern jemals getrennt voneinander oder geschieden? Und die zehnte Frage zu Inhaftierung eines Familienmitgliedes. War ein Familienmitglied im Gefängnis? Vielleicht hast du soeben diesen Test mitgemacht und für dich auch so ein ACE-Wert ermittelt. Also die persönliche Vorbelastung bezüglich Kindheitstraumata. Und nun mit diesem Wert kannst du dann einiges aus dem Folgenden, die ich berichte, noch für dich schlussfolgern. Auf jeden Fall werde ich jetzt auf die drei für Betroffenen entscheidenden Details in den Ergebnissen der ACE-Studie eingehen. Zu den erschreckenden Ergebnissen dieser Studie gehört auch die Erkenntnis, dass die Häufigkeit von Kindheitstraumata enorm hoch ist. Diese ACE-Studie hat es gezeigt, dass diese traumatischen Erlebnisse meist nie alleine, sondern mehrere zusammen gleichzeitig vorkommen. Kannst du dir das vorstellen, dass fast 2/3 der untersuchten Personen mindestens ein Kindheitstrauma auf diesem Score hatten? Bei 12,5% der Personen, das heißt jede 8. von 17.000, bestanden sogar 4 oder mehr Traumatisierungen in der Kindheit. Das ist unglaublich. Die am häufigsten vorgefundenen Kindheitstraumata sind körperliche Misshandlung mit 28,3%. An der zweiten Stelle stand Suchtmittelmissbrauch im Haushalt mit 26,9%. Dann folgte die Trennung und Scheidung der Eltern mit 23,3% und dann eben der sexuelle Missbrauch mit über 20%. Eine weitere Erkenntnis dieser Studie waren die Auswirkungen dieser traumatischen Kindheitserfahrungen auf unsere Gesundheit. Denn diese Studie fand auch heraus, dass Menschen mit hohen ACE-Werten ein erhöhtes Risiko für zahlreiche gesundheitliche Probleme haben, darunter Herzkrankheiten, Krebs, chronische Lungenerkrankungen, Depressionen und Angststörungen. Sie sind auch eher anfällig für riskantes Verhalten wie Rauchen, Alkohol und Drogenmissbrauch. Lass uns zwei Beispiele im Detail angucken, also Kindheitstrauma und Rauchen und Kindheitstrauma und Alkoholmissbrauch. Je mehr Kindheitstraumata erlebt wurden, desto größer ist auch das Risiko, später als Erwachsener oder schon bereits Jugendlicher zu rauchen. Bei 4 oder mehr vorliegenden unterschiedlichen Traumatisierungen in der Kindheit ist das Risiko bereits doppelt so hoch. Die Ursache hierfür liegt im toxischen Stress, welcher durch traumatische Erlebnisse entsteht. Betroffene versuchen mit Suchtmitteln den Stress zu kompensieren. Genau, ein Suchtmittel ist Alkohol. Alkohol dient wie das Rauchen als Bewältigungsstrategie, um diesen Stress abzubauen. Aus diesem Grund korreliert das Risiko des Alkoholmissbrauchs ebenso mit der Anzahl der Kindheitstraumata. Bereits bei 2 vorhandenen Arten von Traumatisierungen ist das Risiko des Alkoholmissbrauchs 3-mal so hoch wie ohne Kindheitstrauma. Bei 4 oder mehr vorliegenden Kindheitstraumata steigt das Risiko auf das 5-fache.
Aber auch ungesundes Essverhalten sind oftmals Folge von Traumatisierungen in der Kindheit. Dieses wirkt sich schädigend auf die Organe aus. Das Risiko, an einer Lebererkrankung zu erkranken, steigt mit zunehmender Anzahl vorliegender Kindheitstraumatisierungen. Ab 3 oder mehr Arten von Kindheitstraumata verdoppelt sich das Risiko. Und ähnlich verhält sich das auch mit Depressionen. Vielleicht auch du kämpfst du mit depressiven Zuständen schon bereits seit der Kindheit. Denn Kindheitstraumata führen oftmals zu chronischen Depressionen. Und je mehr Traumatisierungen in der Kindheit erlebt werden mussten, desto größer ist das Risiko, als Erwachsene unter chronischen, rezidivierenden Depressionen zu leiden. Bereits bei 2 vorhandenen Kindheitstraumata verdoppelt sich dieses Risiko. Bei 4 oder mehr Traumatisierungen vervierfacht es sich. Leider auch das Suizidverhalten, also Selbstmordversuche, korrelieren unmittelbar mit der Anzahl der vorliegenden Traumatisierungen in der Kindheit. Bei 3 Kindheitstraumata ist das Risiko bereits um das 5-fache erhöht. Bei 4 und mehr vorliegenden Traumata steigt das Risiko auf das 8- bis 9-fache. Und es gibt noch weitere Auswirkungen. Zum Beispiel, das Risiko steigt enorm für kriminelle Handlungen, schlechtere Schulqualifikation, Probleme im Berufsleben, finanzielle Probleme, ungewollte Schwangerschaften, Vergewaltigung, frühzeitiger Beginn zu rauchen, frühzeitiger Geschlechtsverkehr, aber auch Obdachlosigkeit. Und eine der schockierendsten Erkenntnisse der ACE-Studie ist, dass Menschen, die mehrere traumatische Kindheitserfahrungen gemacht haben, bis zu 20 Jahre früher sterben können als diejenigen, die keine oder nur wenige solche Erfahrungen erlebt hatten. Die Lebenserwartung von Menschen mit vielen ACE-Werten ist signifikant niedriger, denn die kumulativen Auswirkungen von wiederholtem Stress und Trauma belasten den Körper über Jahre hinweg. Diese Belastungen können zu chronischen Entzündungen führen und das Immunsystem schwächen, was die Anfälligkeit für schwere Krankheiten erhöht und die Lebensqualität drastisch beeinträchtigt. Die Top 3 Ergebnisse der ACE-Studie zeigen uns eine Wahrheit, die uns alle betrifft. Kindheitstraumata kennen keine Grenzen und treffen Menschen aller Schichten. Die kommen oft und in allen Bevölkerungsschichten vor. Zum Zweiten, Traumatisierungen in der Kindheit haben einen deutlichen Einfluss auf die spätere Gesundheit. Und diese Wunden wirken unsichtbar, oft still und sehr lange nach. Und zum Dritten, je mehr man ertragen musste, desto tiefer werden die Narben. Also je mehr Arten von Kindheitstraumata erlebt wurden, desto größer ist der negative Einfluss auf die spätere Gesundheit. Ja, welchem Fazit können wir jetzt ziehen? Diese traumatischen Erfahrungen hinterlassen also sehr tiefe Narben, die weit über die Kindheit hinausreichen und das gesamte Leben eines Menschen beeinflussen können. Sie können die Art und Weise, wie wir Beziehungen aufbauen und pflegen, unsere Fähigkeit zu vertrauen und uns sicher zu fühlen und sogar unsere eigene Selbstwahrnehmung und unser Selbstwertgefühl nachhaltig angreifen. Viele Betroffene tragen diese unsichtbaren Wunden mit sich, oft ohne zu erkennen, wie stark sie ihr gegenwärtiges Leben beeinflussen. Wenn wir uns die Mechanismen ansehen, durch die Kindheitstraumata unser Leben beeinflussen, wird deutlich, dass diese Erfahrungen das Gehirn und den Körper nachhaltig verändern. Das bedeutet, dass wir nicht nur emotional, sondern auch physisch die Folgen dieser Traumata tragen. Die ACE-Studie weist aber nicht nur auf die erschreckenden Realitäten von Kindheitstraumata hin, sondern auch den Weg für eine bessere Unterstützung und Heilung, indem wir die Erkenntnisse dieser Studie ernst nehmen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, können wir dazu beitragen, eine Welt zu schaffen,
in der jeder Mensch die Chance hat, ein gesundes und erfülltes Leben zu führen, trotz der Herausforderungen der Vergangenheit. Dazu wäre notwendig, dass die Versorgung ganzheitliche Behandlungen anbietet, dass bereits in den Schulen über Trauma und Selbstregulation unterrichtet wird und dass die Gesellschaft ein noch tieferes Bewusstsein darüber erlangt, was Erziehung und zwischenmenschliche, interpersonelle Bindung, wenn nicht adäquat, wohlwollend und liebevoll ist, bewirken kann. Wow, so eine Studie mit so solchen Ergebnissen. Ich hoffe sehr, dass du nicht entmutigt bist, sondern vielleicht genau das Gegenteil. Denn sobald wir Gewissheit haben und sobald wir genau wissen, wo wir ansetzen können, haben wir die Chance, tatsächlich auch etwas zielgerichtet zu verbessern, nicht wahr? Und ich bin immer dafür, auch eben als Selbstüberlebende, dass man Klarheit schafft, dass man Transparenz bekommt, dass Betroffene auch das, was heute schon die Forschung mit an Ergebnissen da hat, tatsächlich auch erfahren darf und entsprechend auch vielleicht selbst die Form der Therapie und der Begleitung bestimmen kann, eben mit Hilfe von diesen Informationen. Ich bin sehr gespannt, was dieses Video dir jetzt gegeben hat und ob du diese Resultate der Studie für dich mitnehmen kannst, für dich annehmen kannst, beziehungsweise wo du vielleicht ab morgen auch schon ansetzt. Ich freue mich auf deine Kommentare und ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Gabriela. 'Cause it feels like home.